Hallo, liebe Hasen. Schön, dass ihr da seid. Zum nächsten Talk begrüßen wir Laura und ST. Ihr forscht seit einigen Jahren in der Arbeits- und Organisationspsychologie und erzählt uns heute was über psychologische Zusammenhänge in Software-Produktentwicklungsteams. Ich nehme an, wir werden uns wiedererkennen. Vielen Dank. Viel Spaß beim Vortrag. Vielen Dank. Es wird nachher Q&A-Möglichkeit geben. Okay, ja, dann von uns herzlich willkommen. Vielen Dank fürs Kommen zu dieser frühen Stunde. Guten Morgen, Mittag zur Mittagsvorlesung. Wir sind Laura und Esti und wir bewegen uns in der Wirtschaftspsychologie, der IT und der Kunst. Wenn wir arbeiten, dann ist es oft so, dass wir Phasen haben, in denen wir forschen und schreiben, Phasen haben, in denen wir in Unternehmen gehen und das Geforschte versuchen anzuwenden und zu vermitteln. Und eben aktuell ist es so, dass eine lange Forschungsreise zu Ende gegangen ist, viele Ergebnisse entstanden sind und die wollen wir hier einmal vorstellen. Zu uns persönlich findet ihr im Fahrplan, haben wir Links. Wenn ihr Bock habt, dort genaueres zu erfahren, könnt ihr das gern tun. Hier wollen wir uns auf die Inhalte fokussieren von dem Vortrag. Es geht um drei Studien, die wir in den letzten drei Jahren durchgeführt haben. Und da wollen wir euch quasi Einblicke geben in einmal das Studiendesign, wie das aussah, dann über die Ergebnisse und wollen dann am Ende so ein bisschen Interpretationshilfe für die Praxis geben. Wir sind jetzt hier mit sozusagen der wissenschaftlichen Brille auf. Also wenn wir bei den Ergebnissen oder wenn wir über die Ergebnisse sprechen, ist es dann so, dass wir sagen, wir können sagen, es gibt quasi eine Beziehung zwischen zwei Sachen. Es gibt eine Korrelation. Das bedeutet aber nicht, dass es zwangsläufig einen kausalen Zusammenhang gibt. Das nur noch mal vorweg. Also es gibt quasi bei den Ergebnissen keine klassischen Wenn-Dann-Beziehungen. Also ihr werdet von uns jetzt nicht hören, also wenn das gemacht wird, passiert dann das. So, ne, das gibt es dann eben in der Forschung nicht. Man kann immer nur sagen, wenn man das macht, dann gibt es eben eine Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. So, und genau noch zu den Studien. Die meisten unserer Studien sind präregistriert. Ab einem bestimmten Zeitpunkt sind das dann irgendwann alle geworden und auch in der Zukunft alle. Das bedeutet, wir überlegen uns ein Forschungsdesign und unsere Hypothesen, überlegen uns, wo gehen die hin, und dann wird das präregistriert, unveränderbar sozusagen ins Internet gestellt, wenn man es so will, sodass man jederzeit das überprüfen kann, und dann gibt es die Forschung und dann die Ergebnisse, damit eben nicht sowas passieren kann, wie wir beforschen ein Feld, bekommen irgendwelche Ergebnisse und dann fangen wir an, unser Design oben wieder so anzupassen, dass das irgendwie möglicherweise hübsch wird für uns. Wie nennt man das? Da gibt es ein Buzzword. Das Akronym heißt HARKING, Hypothesis After Research, und das wollen wir natürlich vermeiden. Deswegen präregistrieren wir die Studien. Was machen wir heute? Wir haben ja gesagt, wir sind im Bereich der Wirtschaftspsychologie, IT und Kunst unterwegs, und wir haben heute nochmal einen ersten Teil, wo wir euch den Kontext erläutern wollen, in dem wir arbeiten. Und dann werden wir drei exemplarische Studien und deren Ergebnisse mit euch teilen, denn wir haben bemerkt, dass die zum einen im Organisationskontext hilfreich sein können und sie lassen sich auch wunderbar hier in unserem Kontext erklären, wo schon häufig einiges anders läuft als in Unternehmen. Und nach diesen drei Studien, durch die wir durchgehen werden, werden wir dann abschließen mit einem Fazit und sind dann gerne noch da, hier oder auch später für Fragen. Die Studien, die wir vorstellen, die sind auch alle publiziert, die sind alle zu finden, also auch da bei Detailinteresse könnt ihr euch das dann nochmal genauer durchlesen. Die erste Studie, die schaut sich an, da geht es um das Erleben der Arbeit in der Softwareproduktentwicklung und wie das eben der Kontext, in dem die Menschen dort arbeiten,
was das macht mit ihrem persönlichen Erleben. Die zweite Studie, die fokussiert dann auf das Thema der Führung und zwar auf dem Organisationslevel. Und die dritte Studie schaut sich an, wie gibt es Zusammenhänge zwischen der Führung und dann dem Erleben im Team. Pro Studie haben wir das dann so aufgebaut, dass wir jeweils mit euch die Forschungsfrage teilen, dass wir danach sagen, wie war das Forschungsdesign. Da werden wir auch für Menschen, die vielleicht noch nicht so viel Forschungserfahrung haben, so ein paar Vokabeln, sage ich mal, erklären. Und dann bei der dritten Ansicht der Ergebnisse auch für unterschiedliche Level. Also wenn ihr noch nicht so viel Forschungserfahrung habt, dann eher in einfacherer Sprache. Wenn ihr im Forschungskontext unterwegs seid, seht ihr, was ihr hoffentlich erwartet, nämlich auch noch ein paar mehr Kennzahlen und Ergebniszahlen. Und dann der Übertrag, wie ist der praktische Nutzen der Ergebnisse. Okay, dann Phase 1. Wir kommen zum Kontext. Ihr seht ein Dreieck sozusagen, könnt ihr euch als Trichter vorstellen. Also wir haben ganz oben die Wirtschaftspsychologie, das ist quasi der Forschungsbereich. Dann sind wir in der Disziplin Arbeits- und Organisationspsychologie, dann wiederum im IT-Bereich, das ist quasi der Kontext. Dann innerhalb des IT-Bereichs in der Software- und Produktentwicklung und selbst da sind wir immer noch nicht spitz genug. So, dann ganz unten schauen wir uns die Wahrnehmung der Mitarbeitenden von Organisation, Führung, Team und sich selbst an. Also ihr merkt, das ist ein ziemlich spitzer Zuschnitt. Und es bedeutet auch, dass über alles, worüber wir jetzt sprechen, eben genau in diese Spitze rein zeigt. Man kann jetzt nicht in den oberen Bereichen einfach irgendwas austauschen und sagen, die Ergebnisse sind dann da auch gültig. Ja, also es ist wirklich sehr, sehr spezifisch. Es gibt schon eine Replikationsstudie, das ist die dritte, da kommen wir später dazu, die wurde schon einmal repliziert für nicht sozusagen für die Software- und Produktentwicklung. Also das ist dann quasi, also das muss man dann machen, wenn man sagt, okay, ich finde dieses Design gut, will aber in einem anderen Bereich mir die Ergebnisse anschauen, dann muss man eben eine Replikationsstudie machen und das wurde mit der dritten bereits einmal gemacht. Das Iron Triangle ist wahrscheinlich vielen von euch geläufig, was auch in der Projektarbeit genutzt wird. Und für den Kontext, worüber wir sprechen, falls jemand auch noch nicht im Software- und Produktentwicklungsbereich tätig ist. Traditionell, also was ihr auf der linken Seite seht, sind Organisationen häufig so aufgebaut. Es gibt Führungskräfte, die treffen Entscheidungen, das seht ihr hier auf dem linken Pfeil. Und diese Entscheidungen werden dann durchgereicht über die Teams hin zu den Individuen, die das umsetzen. Und wenn sie dem dann so getan haben, dann werden wieder hier links die Ergebnisse in Richtung der Führung berichtet und dann werden wieder neue Entscheidungen getroffen. In dem Kontext, in dem wir mehrheitlich arbeiten, ist das andersrum. Da kann man sagen, die Pyramide steht Kopf im besten Fall und wird balanciert durch die Führungskräfte. Und das, was entscheidend ist, was die Entscheidungen bestimmt, ist rein das Verhalten, die Bedürfnisse und Wünsche der Kundinnen und Kunden. Und dieses Verhalten, was gezeigt wird, noch nicht mal häufig das Erfragte, sondern das Gezeigte, das bestimmt dann das, was entschieden wird. Und das können häufig die Individuen bestimmen und die Teams, die bestimmte Delegationserlaubnisse haben von den Führungskräften. Und das wird dann wieder zurückgespielt in Form der Ergebnisse der umgesetzten Entscheidungen, in Form von neuen Produkten, angepassten Services, was auch immer der Business Case ist. Manche sehen vielleicht hier ein Kabelschnitt. Andere sehen, wenn sie uns jetzt schon ein bisschen gefolgt haben, einen Aufbau von einer Organisation und zwar von außen nach innen. Denn dieses Dreieck, was wir gerade schon gezeigt haben, kann man auch so verstehen. Außerhalb dieses Systems Organisation gibt es die Kundinnen und Kunden, die ganz nah zusammen mit den Teams arbeiten, die ganz nah dran sind für AB-Tests, für User-Interviews, was auch immer das ist. Und diese Teams, die geben dann Infos weiter an andere Teams, werden unterstützt von den Führungskräften. Und das ist das Organisationsverständnis, was wir auch in den Studien zugrunde legen. Und genau so gilt es auch, die folgenden Ergebnisse dann zu verstehen.
Okay, so, dann noch ein bisschen was zu den Studien. Bei jeder Probe oder beziehungsweise bei jeder Studie muss man Stichproben nehmen sozusagen und diese Stichproben muss man vorher sehr genau definieren. Und hier seht ihr auf der von euch aus gesehen linken Seite die sogenannten Stichprobenmerkmale und wir haben uns eben fünf definiert. Das erste Stichprobenmerkmal ist, es handelt sich um Mitglieder aus Teams der Software- und Produktentwicklung, multiorganisational erhoben in einer Erhebung oder mit einer Erhebung. So, was bedeutet das? Und wir den Satz mal ein bisschen auseinanderfitzeln. Also klar, Mitglieder aus Teams der Software- und Produktentwicklung ist klar, aber was bedeutet jetzt multiorganisational und mit einer Erhebung? Also in mehreren Organisationen gleichzeitig. Also es gab quasi einen Erhebungszeitraum und in mehreren Organisationen wurde diese Erhebung gemacht. Also es war nicht so, dass wir Organisation 1 genommen haben, Erhebung, dann danach Organisation 2 und so weiter, sondern es ist quasi parallel durchgeführt worden. Dann in Deutschland, alle Organisationen hatten ihren Standort oder einen Sitz in Deutschland. Die Teilnahme war freiwillig, anonym und ohne jegliche Anreize. Also es gab wirklich nichts. Es gab auch nicht irgendwie sowas, unter allen Teilnehmenden verlosen wir XY. Also alle, die da teilgenommen haben, haben das aus freien Stücken gemacht. Es gab keine Nachteile, wenn man nicht teilgenommen hat. Das Einzige, was wir angeboten haben, ist im Nachhinein die Ergebnisse zu bekommen. Klar. Alle waren mindestens 18 Jahre alt und die Teilnahme war in englischer und deutscher Sprache möglich. Genau, die Datenauswertung, das lässt sich auch alles nachlesen, war einmal mit Regressionsanalysen und mit Strukturgleichungsmodellen. Und die Stichprobengrößenplanung basierte dann eben zum einen entweder auf G-Power, wenn das euch was sagt, je nachdem, was man vorhat, statistisch gibt man das ein und bekommt dann die Größe, die man braucht für repräsentative Ergebnisse. Und wie ihr schon seht, bei dem, was wir vorhatten, was wir eingegeben haben, waren das so um die 110 bis 124 abgeschlossene Datensätze, die wir dann angestrebt haben für die Auswertung. Erhebungszeitraum war übrigens 2021/22, dass ihr das auch noch einordnen könnt. So, dann die Frage in den Raum. Ich bin im Tunnel. Kennt ihr das? Hat das schon mal jemand gesagt? Hat schon mal jemand gehört? Nicken? Einige, ja, ich gehe auch mal davon aus, ne? Also das ist sozusagen so der Aufhänger dieser ersten Studie, Klima für Innovation, Floh und Besorgnis. Und die konkrete Forschungsfrage war, beeinflusst das wahrgenommene Klima für Innovation das individuelle Empfinden von Floh und Besorgnis für Menschen in der Software- und Produktentwicklung? Müssen wir auch wieder ein bisschen auseinanderfitzeln, den Satz. Untere Teil Menschen in der Software- und Produktentwicklung. Das sind die Leute, die beforscht wurden. Jetzt Klima für Innovation und Floh und Besorgnis. Es gibt für diese Sachen, also zum Beispiel für das Klima für Innovation, sogenanntes Inventar. Alles, was wir euch heute erzählen, alle Sachen, die wir beforscht haben, haben wir mit einem Inventar gemessen. Könnt ihr euch vorstellen, so wenn man Beispiel Wetter nimmt, ich will rausfinden, ist das Wetter gut oder schlecht, kann ich jemanden fragen, wie empfindest du das Wetter gut oder schlecht und bekommst gut oder schlecht oder mittel zurück. So, das ist natürlich relativ abstrakt und nicht so besonders gemessen. Und bei einem Inventar könnt ihr euch das so vorstellen, es gibt konkrete Fragen, sowas wie ist die Temperatur, wie ist der Luftdruck, wie ist die Niederschlag, gibt es Niederschlag und so weiter und so fort. Und diese ganz konkreten messbaren Dinge führen dann am Ende zu einem Ergebnis, wo man eine abstrahierte Ableitung dieses Ergebnisses hat. Und genauso ist das eben für das Klima für Innovation, für Flow und für Besorgnis. Die sind fertig, die haben wir benutzt, die sind wissenschaftlich validiert und wir haben uns diese Fragen nicht ausgedacht, sondern wir haben diese Inventare genutzt. So, und jetzt nochmal ganz konkret zu dieser Forschungsfrage. Also das Klima für Innovation in einer Organisation hat das eben einen Einfluss darauf, ob die Leute in den Flow kommen, wie sie den Flow wahrnehmen oder wie sie Besorgnis wahrnehmen. Und genau, wer das auf der linken Seite als Text sozusagen
gesehen hat, der kann, oder wer sozusagen nicht so textaffin ist, der kann das auf der rechten Seite in dem Diagramm nochmal sehen. Da seht ihr dann eben, ne, dass das orangene Hase, ne, das hat was mit Organisation zu tun und das individuelle Empfinden, blauer Hase von Flow und Besorgnis sind quasi die einzelnen Individuen in einem jeweiligen Team und wir haben immer die Sicht von außen nach innen auf dem im Unternehmen. So, dann nochmal zur Definition. Flow, das kennen viele wahrscheinlich, also ein Zustand, wo man gut Dinge abarbeiten kann, wo man kein Zeitempfinden hat und wo man nahezu mühelos Dinge tun kann. Und bei Besorgnis geht es darum, habe ich Sorgen, wenn ich in meinem Team, in meinem Unternehmen eine Entscheidung treffe, wenn ich irgendetwas mache, dass ich dafür Ärger bekomme oder bin ich da relativ frei und bewege mich in einem Umfeld, was fehlertolerant ist. Was bedeutet Klima für Innovationen? Auch das klingt erstmal wahrscheinlich erstrebenswert und das lässt sich weiter runterbrechen. Zum einen bedeutet das, dass das Unternehmen eine Vision hat, die auch bekannt und geteilt ist, dass es partizipative Sicherheit gibt, Unterstützung für Innovationen und eine gewisse Aufgabenorientierung. Also zu der Frage, die wir gestellt haben, die basierte natürlich zum einen aus unseren praktischen Beobachtungen und vor allem gestützt aus bisheriger Literatur, wo wir das so noch nicht gefunden haben. Und da ist jetzt viel drauf auf der Folie. Wir gehen da zusammen einmal betreut geschaut durch von oben nach unten. Ihr seht oben einmal das Forschungsdesign. Wenn ihr euch die Farben gemerkt habt, dann dürfen die euch jetzt bekannt vorkommen. Wir haben einmal das Klima für Innovationen. Man nennt das auch unabhängige Variable. Nämlich das, was einfach ist oder nicht ist oder in einem gewissen Ausmaß da ist. Und auf der rechten Seite die abhängigen Variablen, nämlich Flow und Besorgnis. Und die sind eben, wie der Name schon sagt, abhängig davon, wie vorherige unabhängige Variable sich in dem Kontext darstellt. Und das abgekürzte kleine H steht dann für eine Hypothese. Denn jede Forschungsfrage wird operationalisiert, also messbar gemacht durch eine Hypothese. Die kann entweder ungerichtet sein, wenn es da noch keine bisherige Forschung dazu gibt, oder wie in unserem Fall eben gerichtet, und zwar mit einem Plus versehen in der Annahme, dass da ein positiver Zusammenhang besteht. Wir haben in der Studie und auch in den anderen Studien immer auf bestimmte Dinge kontrolliert, sogenannte Kontrollvariablen mit erhoben, um dann zu schauen, gibt es zum Beispiel Gruppenunterschiede zwischen Menschen unterschiedlichen Geschlechts, also nehmen die das unterschiedlich wahr, unterschiedlich später auch akademischer Hintergrund zum Beispiel. Und auch da haben wir jetzt einen kleinen Auszug gewählt. Ja, Beispiel-Items. Ich hatte vorhin was von diesen Inventaren gesagt, damit ihr euch was drunter vorstellen könnt. Also wir haben quasi aus jedem Inventar mal so eine beispielhafte Frage genommen. Also beim Klima für Innovationen ist so eine Frage zum Beispiel, wie klar bist du dir über die Ziele deines Teams? Und diese Fragen beantwortet man dann auf so einer Likert-Skala, die kennt ihr sicherlich, das sind so 5- oder 7-stufige Skalen, wo man sowas ankreuzen kann oder auswählen kann, wie trifft überhaupt nicht zu, geht bis rüber bis trifft vollständig zu. Also das ist immer wieder der gleiche Modus. Und beim Flow-Erleben wäre so eine beispielhafte Frage oder Aussage, ich merke nicht, wie die Zeit vergeht. Und für Besorgnis wäre so eine beispielhafte Aussage, ich werde hier keinen Fehler machen. Und davon gibt es eben mehrere. So viel zur Frage und zum Forschungsdesign. Was kam denn raus? Und wir haben versucht, auch hier die Bilder zu wiederholen, dass sie euch hoffentlich bekannt vorkommen. Da gehen wir gleich drauf ein. Wir haben bestimmte Datenbereinigungskriterien festgelegt, sowas, was ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt, wenn der Datensatz unvollständig war, aber eben auch, wenn eine bestimmte Dauer der Bearbeitung überschritten oder unterschritten wurde. Das wurde alles vorher festgelegt und dann ausgewertet. Und nach der Datenbereinigung hatten wir dann 323 abgeschlossene Datensätze. Wenn ihr euch erinnert an die vorherige Tabelle, dann ist das mehr, als wir gebraucht haben. Und es zeigte sich dann hier, dass
wenn ihr das Bild von eben erinnert, haben wir dann hier also als Color Code ergänzt, wenn es grün hinterlegt ist, dann wurde die Hypothese, die wir festgelegt hatten, mit unseren Daten bestätigt oder rot konnte nicht bestätigt werden. Und wir haben hier gesehen, dass es eben einen positiven Zusammenhang gab bei den Menschen, die wir befragt haben, zwischen dem ausgeprägten Klima für Innovationen, was wie gesagt aus diesen vier Dimensionen besteht, und dem individuellen Erleben von Menschen in einem Flow-Zustand bei ihrer Arbeit. Und das kann man eben sich auch nochmal dann grafisch anschauen, wenn man möchte, hier mit dieser Punktewolke, was dann die Antworten waren. Und da lässt sich dann eine Regressionsgerade durchlesen und dann die Steigung ablesen. Und diese Steigung, wie ihr hier schon seht, ist positiv, was eben nochmal die visuelle Darstellung der Ergebnisse ist. Ja. Praktischer Nutzen, also was könnte man jetzt daraus ziehen, muss man jetzt, ja, wie eingangs erwähnt, ein bisschen vorsichtig sein, aber die erste Frage, die man sich stellen kann oder die ihr euch stellen könnt, ist, hat euer Unternehmen oder hat dein Unternehmen eine Unternehmensvision? Wenn es eine Vision hat, super, dann seht zu, dass alle in eurem Umfeld oder in eurer Organisation oder in euren OC, wie auch immer, ne, wie ihr es sehen wollt, die kennen. Und ja, wenn nicht, dann ist es gut, eine zu entwickeln, idealerweise gemeinsam, höhere Akzeptanz und diese dann mit allen teilen. Zweitens, stellt euch die Frage, wie könnt ihr diese partizipative Sicherheit erhöhen, wie die Unterstützung für Innovation, wie könnt ihr die Aufgabenorientierung stärken? Das sind so Punkte, da kann man sich überlegen, mehr auf das Wie einzugehen. Also wie löse ich ein Problem, wie setze ich irgendetwas um, anstelle zu sagen, hier, ich bin komplett rein ergebnisorientiert, ist mir egal, wie ihr da hinkommt. Also das sind sozusagen, ist sozusagen der Impuls, wo es hingehen kann. Dann haben wir als dritten praktischen Nutzen abgeleitet, wenn ihr merkt, Leute sind im Tunnel, lasst sie da, vermeidet es, die anzusprechen, zu unterbrechen. Kleine Anfrage, große Störung, haben wir noch mit dahinter geschrieben. Ihr kennt das sicherlich alle. Ich nur ganz kurz und dann ist man halt raus. Das ist total schwierig. Also wenn ihr schon ein Umfeld geschaffen habt oder wenn es ein Umfeld gibt, in dem Menschen in den Tunnel kommen, dann seid total froh, dass es das gibt und versucht, die Leute so lange wie möglich da drin zu lassen. Ja. Wenn wir das jetzt nochmal zusammenfassen, gilt es eben sowohl, wenn man eine führende Verantwortung hat, egal wo das ist und egal ob disziplinarisch oder nicht, egal wenn was zu gestalten ist, das auch so zu gestalten, dass da dieser Tunnel auch wirklich nicht nur betreten, sondern auch mit befahren werden kann. Und vor allem auch, wenn neue Leute dazukommen. Jetzt haben wir gestern gesehen, dass viele neue Leute hier mit dazugekommen sind, was sehr schön ist. Da hilft es dann vielleicht auch so ein bisschen wohlwollende Aufklärungsarbeit zu machen und vielleicht erstmal zu sagen, so arbeiten wir zusammen. Das ist hilfreich. Wenn du eine Frage hast, freuen wir uns über die Frage. Und der Zeitpunkt ist, wenn XY die Kopfhörer runternimmt, ne? Oder was auch immer, vielleicht auch das visuelle Merkmal ist, dass der Mensch gar nicht unterbrochen werden muss, in Anführungszeichen. Ja, und die Ergebnisse, das war uns am Anfang gar nicht so klar. Das kam so eigentlich beim Betrachten der Ergebnisse, dass wenn man sich das genauer anschaut, man merkt, ach gucke mal, das ist ja eigentlich voll Chaos Computer Club. Ne? Wenn man sich anschaut, partizipative Sicherheit ist definiert mit Menschen helfen, aktiver Teil eines Teams zu werden, miteinander vertrauensvoll zu arbeiten, ne, dass also wenn man eine Weile in diesem Clubumfeld unterwegs ist, merkt man, ah krass, das ist ja, das passt ja ziemlich gut, sehr interessant, und auch bei der Aufgabenorientierung merkt man das, und es geht eigentlich bei uns häufiger um das, wie macht man was, ne, wie kann ich das genau verstehen, wie kann ich das umsetzen, und es geht weniger darum, ja, was kommt jetzt am Ende dabei raus, ne? Also ganz viele Sachen werden bespielt, beforscht und werden Dinge damit gemacht, und dann irgendwann mal merkt man, ach guck mal, das kann ich auch dafür benutzen, und das ist einfach ein sehr, sehr schönes Beispiel. Und bei der Unterstützung für Innovation ist es ja das Gleiche. Wenn
ja, wenn ihr auf Veranstaltungen kommt, wenn ihr in Hackerspaces geht, in Makerspaces, wie auch immer, dann ist ja eigentlich eher so immer ein bisschen so die Einstellung, ja, mach erst mal so, pass auf, dass nicht irgendwas ganz Grundlegendes kaputt geht, aber im Wesentlichen hat man einen sehr großen Freiraum, um Dinge auszuprobieren. Und ja, das ist quasi so ein Raum zum Ermöglichen. Und genau das ist eigentlich das, was da rausgekommen ist. Sehr schön, ja. Kommen wir zur zweiten Studie. Zweite Studie, genau. Führung, psychologische Sicherheit und Eigeninitiative. Dann, ja, ihr seht, die Forschungsfrage ist halt ein bisschen länger, müssen uns auch ein bisschen durcharbeiten. Also mediiert die wahrgenommene psychologische Sicherheit den Pfad zwischen transformationaler Führung und der Eigeninitiative für Mitglieder von Software-Produktentwicklungsteams und wird es verstärkt, wenn die Führungskraft positives Führungsverhalten zeigt. So, das ist erstmal sehr theoretisch. Fangen wir mal an. Also Mediation, Moderation. Mediation stellt überhaupt erstmal einen Zusammenhang dar. Also gibt es einen Zusammenhang, hier die psychologische Sicherheit. Dann Moderation, das ist der untere Teil. Das bedeutet, es gibt einen Zusammenhang und wird der verstärkt oder abgeschwächt. Das ist der Unterschied Moderation, Mediation. Das müssen wir einmal angucken. Dann transformationale Führung ist sicherlich sowas, was man erklären muss. Das bedeutet, die Führung, die durch eine Führungskraft ausgeht, die ist dadurch geprägt, dass sie eine Veränderung erzeugen will. Also es geht hier darum, also zu transformieren, transformationale Führung. Da ist quasi das Gegenteil transaktionale Führung. Da heißt es dann eben, also wir wollen da und dahin und ihr macht das genau so. Also wir schauen uns hier die transformationale Führung an. So, dann haben wir noch psychologische Sicherheit. Das ist definiert Konzept, das den Rahmen für Vertrauen, Inklusion und Teilhabe in einem Team oder einer Gruppe ermöglicht. Also ich bin in einem Team, ich traue mich Dinge anzusprechen, traue mich Dinge auszuprobieren. Wir können uns in dem Team gegenseitig Feedback geben, ohne dass das komisch wird oder dass es anstrengend wird. Das ist sozusagen dieses Konstrukt der psychologischen Sicherheit. Und dann haben wir noch blau die Eigeninitiative. Das bedeutet im Prinzip, sehe ich aktiv Dinge, die möglicherweise verändert werden sollten oder die ein Problem da stehen und ich gehe da selbst dran und löse dieses Problem. So, dann haben wir das alles erklärt. Unten fehlt noch das positive Führungsverhalten. Genau, also ist das Verhalten einer Führungskraft positiv im Sinne von gewaltfreie Sprache, achtsame Sprache, versucht die Person keinen Druck aufzubauen, ist kooperativ, hilft oder sozusagen das Gegenteil wäre halt eben, macht die Führungskraft einfach nur Ansagen, droht mit Sanktionen, das wäre im Prinzip dann genau das Gegenteil. So, und auch da links Text, rechts nochmal gezeigt auf dem Diagramm. Wir haben die psychologische Sicherheit, die in der Organisation stattfindet hier. Wir haben die transformationale Führung, die aus der Führung herausgeht. Auch hier das positive Führungsverhalten. Grauer Hase gehört damit dazu. Und blauer Hase, Eigeninitiative, das ist wiederum das ganz Individuelle. Um das dann zu übertragen, wie gerade eben auch schon, das Forschungsdesign. Genau, haben wir nochmal visualisiert mit den Pfeilen. Also der Text, den wir gerade gesehen haben, steht hier oben auch nochmal. Es ist ein bisschen komplex, aber wir haben das sozusagen jetzt immer so ausführlich dargestellt, um das zu verstehen. Also hier transformationale Führung, also hat diese Art der Führung, gibt es da einen Zusammenhang mit der psychologischen Sicherheit und wiederum hat dann die psychologische Sicherheit einen Einfluss auf die Eigeninitiative der einzelnen Individuen. Kann man am Ende sagen, es gibt einen Zusammenhang zwischen transformationaler Führung und Eigeninitiative. Das ist sozusagen der eine Teil. Und dann haben wir hier nochmal
Stichwort Moderation, ne, also hat die positive Führung oder hat positive Führung einer Führungskraft einen moderierenden Einfluss auf diesen Pfeil, ne, auf die transformationale Führung Richtung psychologische Sicherheit? Ihr seht, basierend auf dem, was wir in der Literatur recherchiert haben, davor seht ihr wieder, was die Annahmen waren, die wir festgelegt haben, nämlich mit der Richtung der Hypothesen oben im Forschungsdesign eingetragen. Und die Annahme war eben, dass da Mediation zu finden sei und eben positiver Art dieser Wirkkreislauf vorzufinden ist. Ja. Auch da haben wir wieder ein paar Beispiel-Items rausgesucht aus den Inventaren, damit ihr euch was darunter vorstellen könnt. Was wurde da so gefragt aus dem Inventar Transformationale Führung? Meine Führungskraft vermittelt eine klare und positive Vision der Zukunft. Positive Führung, meine Führungskraft hat sich bei mir bedankt. Wäre zum Beispiel auch ein Punkt, der mit reinfließt. Bei der psychologischen Sicherheit ist ein Inventarpunkt oder Inventar-Item. Wenn jemand in unserem Unternehmen einen Fehler macht, wird das häufig gegen die Person verwendet. Und bei der Eigeninitiative, wann immer es in unserem Unternehmen eine Gelegenheit dazu gibt, bringen sich die Menschen aktiv ein. Hier seht ihr wieder zum einen, wie groß die Stichprobe war und zum anderen die Ergebnisse, die sich die Daten so hervorgebracht haben. Und ihr seht, dass der Mediationseffekt, der wurde bestätigt, also dass zwischen transformationaler Führung über die psychologische Sicherheit hin auf die Eigeninitiative diese Pfade bestätigt wurden, die waren signifikant. Die Stärke der Signifikanz seht ihr eben, wenn ihr ein bisschen geschulter seid im Lesen, auch dann unten noch unter der jeweiligen Hypothese. Was die Daten nicht gezeigt haben, ist, dass über das Verhaltens von transformationaler Führung hinaus auch noch das Zeigen positiver Führung was verändert. Da mag es auch sein, dass es auch über die Führungsstile gibt es verschiedene Diskussionen, ja, ob die sich vielleicht auch entweder begünstigen, ob das schon mit drin ist. Da könnte man auch nochmal, glaube ich, beliebig einen Ausflug machen in der Annahme der Erklärung. Praktischer Nutzen, Studie 2, erster Punkt. Fördern unsere Führungskräfte Entwicklungsmaßnahmen und Anreizsysteme transformationales Führungsverhalten. Also Unternehmen sollten sich darüber im Klaren sein oder sollten nachdenken darüber, ob die Anreizsysteme, ne, ganz oft ist das in größeren Unternehmen, hat das irgendwas mit Bonus zu tun. Und wenn ich sozusagen so einen Bonus oder wenn ich Boni ganz hart an Ergebnisse kopple, dann fördere ich wahrscheinlich sozusagen dieses Transformationale nicht. Und eine Idee sozusagen, die wir einfach mal in den Raum stellen, wenn man sich Teams anschaut und da vielleicht sowas wie eine Skill-Matrix hat, ne, also welche Kompetenzen, Fähigkeiten haben die Teams, könnte man sagen, wenn sich in deinem Team in der Skill-Matrix die Kompetenzen weiterentwickeln, dann ist sozusagen, das wäre ein Ziel, was eine transformationale Veränderung eher in Gang setzt. Zweitens, hat die Führungskraft ein Bewusstsein für ihre Wirkung und die benötigten Verhaltensweisen? Auch das ist eigentlich relativ augenscheinlich, relativ klar. Aber wir beobachten das oft bei Führungskräften, dass das manchmal nicht so richtig verinnerlicht ist. Also wenn ihr selbst Führungskraft seid, versucht immer mit gutem Beispiel voranzugehen, seid Vorbild. Das ist extrem wichtig. Wir beobachten das in großen Workshops, die wir machen, immer wieder, wenn Führungskräfte mit im Raum sind und die dann anfangen, auf ihren Smartphones rumzuklicken, Mails zu beantworten, miteinander zu quatschen, dann geht das sofort auch auf die Mitarbeitenden über. Es ist wahnsinnig wichtig, wie ihr euch verhaltet, wenn ihr Führungskraft seid, weil ihr immer angeschaut werdet und selbst wenn man sagt, nee, wir sind ja alle auf Augenhöhe und so weiter und so fort, das es ist nicht so. Also immer versucht, ein gutes Beispiel zu sein. Und drittens, fördern wir die Maßnahmen der Zusammenarbeit an Schnittstellen zwischen den Teams. Auch da
wenn ihr in Organisationen seid, versucht quasi irgendwie, versucht Silos zu identifizieren, wenn es die gibt, Wissenssilos oder auch Prozesssilos, und die miteinander zu verbinden, schafft, wenn ihr die Möglichkeit habt, Räume, wo Menschen sich aus unterschiedlichen Disziplinen miteinander treffen können, wo sie sich austauschen können. Ja. Was bedeutet das in einem Bild, wenn jemand auf dem Camp war? Dann gilt es eben darum, dieses Umfeld zu schaffen und so zu gestalten, mit auch Normen, Verhaltensweisen, die zu fördern, und zwar genau so, wie wir uns das wünschen. Und wie wir hier in unserem Kontext merken, da braucht es nicht viele Regeln. Und wenn die klar umgesetzt werden, hat es eben eine Strahlkraft. Das können auch Menschen beobachten, die neu dazukommen. Und dann sieht man, wie wohlwollend und auch zielführend dann das Miteinander und auch die Zusammenarbeit sein kann, wenn diese Rahmenbedingungen gegeben sind. Und genau das ist eben auch der organisationale Kontext, den es zu schaffen gilt. Ja, und Chaos Computer Club Umfeld passt das auch wieder total super. Die Anreizsysteme sind definitiv eher in Richtung transformationales Führungsverhalten oder transformationales Teamverhalten. Es gibt, oder der Punkt, der zweite Punkt, den wir hatten, Bewusstsein für die Wirkung und die benötigten Verhaltensweisen. Wenn ihr mal überlegt, be excellent to each other, das ist genau die Aussage, ne? Also jeder soll quasi Vorbild sein oder sollte Vorbild sein für alle anderen. Und die Maßnahmen der Zusammenarbeit, wir befinden uns gerade auf einer Maßnahme der Zusammenarbeit, ne? Also alle Veranstaltungen vom Club, der Kongress, Easter Hack, die ganzen Camps und so weiter, Erfa-Kreise, Hacker-Treffs, Makerspaces, all sowas, das sind ja alles Orte, wo ermöglicht wird, dass irgendwelche Disziplinen, die nichts miteinander zu tun haben, an einen Ort kommen, sich austauschen, Dinge zusammen machen. Und das machen wir offensichtlich intuitiv. Ganz, ganz richtig. So, dann zur letzten Studie. Führung, Teamarbeit und individuelles Lernen. Wir sind jetzt schon ein bisschen geschult auf die Farben und wie wir das interpretieren. Die Forschungsfrage war, wird die Beziehung zwischen der wahrgenommenen transformationalen Führung auf Teamebene und dem individuellen Lernen durch die Qualität der Teamarbeit bzw. die Arbeit in einem High-Performing-Team vermittelt? Und Nebenfrage, moderieren Teaminterventionen den vermittelten Effekt der Qualität der Teamarbeit bzw. des High-Performing-Teams auf individuelles Lernen? Ist jetzt ein bisschen gestellt, so eine, aber wenn man das quasi dann mal rückwärts geht, wir haben das ja jetzt schon ein paar Mal durchgespielt, ne? Transformationale Führung auf Teamebene ist bekannt, haben wir schon darüber gesprochen. Na, hat das einen Einfluss auf das individuelle Lernen und die Qualität der Teamarbeit? Qualität der Teamarbeit, darüber müssen wir wahrscheinlich uns nicht groß streiten, was das bedeuten soll bei High-Performing-Team. Das noch so ein bisschen ungeklärt oder ist erklärungswürdig, sagen wir mal so. Das machen wir gleich noch. Genau, das machen wir jetzt gleich noch. Ja. So, und hier sozusagen der Text nochmal im Zusammenhang mit den Pfeilen. Ne? Also wir haben hier unsere teambezogene transformationale Führung. Hat die einen Einfluss auf die Qualität der Teamarbeit? Hat die einen Einfluss auf High-Performing-Team? Erklären wir gleich. So, und dann rückwärts. Qualität der Teamarbeit und High-Performing-Team, hat das einen Einfluss auf individuelles Lernen? Lässt sich quasi diese Aussage treffen? Also hat teambezogene transformationale Führung einen Einfluss auf individuelles Lernen? Und die Teaminterventionen haben wir hier auch nochmal. Hat das einen Effekt auf diese Richtung? Mini-Exkurs in Anbetracht der Zeit. Wir stellen immer wieder fest, vor allem in der Praxis, dass da viele so Worte sehr gerne sehr inflationär benutzt werden und dass es aber eher noch fehlt an dem gemeinsamen Verständnis. Und ein Beispiel ist so ein High-Performing-Team. Es gibt an der Uni St. Gallen einen Lehrstuhl, der sich damit sehr vertieft beschäftigt und das eben runtergebrochen hat in 5 Dinge, wieder operationalisiert. Und zum einen, das kennt ihr jetzt schon, die psychologische Sicherheit. Inwiefern ist die vorhanden? Gibt es Verlässlichkeit und hohe Leistungsstandards in diesem Team?
Wie verhält sich die Struktur und die Klarheit der Aufgaben? Gibt es Pläne und Ziele? Ist die Arbeit oder wird die Arbeit als sinnhaft erlebt, die dieses Team tut? Und hat diese Arbeit des Teams dann auch eine Bedeutung, also einen Einfluss auf die Organisation? Haben die Menschen das Gefühl, wichtig und relevant zu sein in dem, was sie tun? Das Forschungsdesign oben, das seht ihr jetzt, ihr seid geschult, ja, da brauchen wir nicht mehr viel dazu sagen. Die Annahme war eben eine positive Richtung, die wir da verzeichnet haben aufgrund der Literaturarbeit. Beispiel-Items haben wir auch, ne, also aus den Inventaren, aus dem Inventar teambezogene transformationale Führung. Mein direkter Vorgesetzter ermutigt die Teammitglieder stolz auf unser Team zu sein. Aus der Qualität haben wir, wenn es zu Konflikten kommt, werden die einfach und schnell gelöst. High-Performing-Team, mein Team leistet einen wichtigen Beitrag zum Gesamterfolg der Organisation. Individuelles Lernen, ich kann durch meine Projekte wichtiges Know-how erwerben. Und bei Teaminterventionen haben wir noch die Fragen gestellt, macht ihr sowas, macht ihr überhaupt Teaminterventionen und wenn ja, welche? Dann seht ihr eben auch zum Beispiel Retrospektiven oder Teamtage. Was zeigen die Ergebnisse? Wir haben einmal gesehen, ihr seht diese zweite Hypothese von der Führung über dieses High-Performing-Team hin zu dem individuellen Lernen. Das haben unsere Daten bestätigt. Wenn man sich jetzt anschaut, dass dieser andere Weg nicht bestätigt wurde, könnte man ja auch nochmal kritisch schauen, wie ähnlich sind denn Qualität der Teamarbeit und das High-Performing-Team. Also auch da ließe sich noch mal tiefer absteigen. Was nicht bestätigt wurde bei uns, ist, dass es einen moderierenden Effekt durch das bloße Vorhandensein von Teaminterventionen gab. Das haben wir auch ungestützt erhoben. Also wir haben einfach gefragt, macht ihr Teaminterventionen? Dichotom, ja, nein. Und dann aus Interesse noch mal ergänzend gefragt. Und das wollten wir auch mit euch teilen. Wenngleich da jetzt keine Wirkung gezeigt wurde, moderierender Art, haben wir aber herausgefunden, dass die meisten Teams, 2/3 der Teilnehmenden, sagen, wir machen regelmäßige Retrospektiven bei uns. Dann in Richtung 1/3 Teambuilding-Maßnahmen, Teamtage wurden genannt, Workation wurde genannt und das 3. Peer Feedback, also wir haben irgendein strukturiertes Format, in dem wir uns gegenseitig regelmäßig Feedback geben. Als Team und da wurde auch genannt, eben mit unserer Führungskraft gemeinsam oder getrennt. So, was können wir da aus der 3. Studie rausnehmen? Punkt 1, besteht bei Führungskräften das Bewusstsein für organisations- und teamspezifische Führung in einem selbstorganisierten Umfeld. Das haben vielleicht auch einige schon mal von euch erlebt. Führungskräfte finden raus, ja, Selbstorganisation, gute Sache, wollen wir machen und dann wird das eben delegiert und gesagt, so, wir sind jetzt selbstorganisiert, aber genau das ist damit eben nicht gemeint. Ne? Man muss eben versuchen, mit dem Verschieben von Delegationsleveln, ne, zum Beispiel Delegation Poker, langsam, das ist ein sehr, sehr mehrstufiger Prozess, eben seine Organisation in Richtung Selbstorganisation zu führen. Das geht nicht durch Ansage. Und dann eben immer Stück für Stück die Kompetenzen abgeben und die Organisation in die Richtung entwickeln. Das zweite ist, zeigen Führungskräfte teamspezifische transformationale Verhaltensweisen. Ne, das ist genau, das zahlt auf den ersten Punkt ein. Also sage ich das nur einfach so oder zeige ich auch mit meinem Verhalten, dass ich das so meine und so umsetze? Und bei drittens, Feedback-Formate, also gibt es die zwischen Teammitgliedern, gibt es die für ein Team und gibt es die auch für Teams im Zusammenhang mit den jeweiligen Führungskräften. Also wie ihr hier seht, ist es eben wichtig, wir hatten das Camp, ja, dieses große Umfeld zu schaffen und es ist genauso wichtig zu schauen, dass jetzt in einem Unternehmen jedes einzelne Team gut versorgt, gut ausgestattet ist, impedimentfrei arbeiten kann, gut zusammengesetzt ist, genug Arbeitsmittel zur Verfügung hat, was auch immer das individuelle Team dann braucht. Und im CCC-Kontext? Ja, genau, was wir versuchen mal auf den Club-Kontext zu mappen, ne, dann, wenn man sagt, so, ne, besteht bei Führungskräften das Bewusstsein für organisations- und teamspezifische Führung in einem selbstorganisierten Umfeld, ne, ja, merkt er selber, ne, also
das passt ziemlich gut. Wir haben diese Operation Center, die Teams, das ist selbst organisiert und so. Und es gibt quasi Möglichkeiten, sich auszutauschen. Bei dem zweiten Punkt, den wir hatten, zeigen Führungskräfte diese teamspezifischen Verhaltensweisen. Das ist genau das, ne? Das wird überall komplett vorgelebt. Und Feedback-Formate, das können quasi Teams untereinander machen. Teams machen untereinander Retros. Wenn es Beef zwischen Teams gibt, kann man moderierende Leute anfordern. Es gibt das Awareness-Team und es gibt natürlich auch im ganz großen Kontext, wenn man jetzt sagt, Führung hat irgendwas mit Vorstand zu tun, so, ne, gibt es natürlich auch Mitgliederversammlungen. So, da kann man auch Feedback geben. Es gibt Möglichkeiten, Dinge dort einzugeben. Also ja, also das passt auch ziemlich gut in den CCC-Kontext. Zum Abschluss gab es früher mehrheitlich Forschung, die versucht hat, die Wirklichkeit eher einfach auch wissenschaftlich darzustellen. Das waren wichtige Grundlagenerkenntnisse und so seit 2017 und 2019 gibt es rund um den Forscher Mathieu sehr viel Bestrebungen zu sagen, wir wollen auch in der Forschung die Alltagskomplexität versuchen darzustellen. Das heißt, mehr auf Quasi-Experimente, auf Experimente, auf moderierte Mediationsanalysen, all das, was wir heute so in kleinen Beispielen mit euch geteilt haben, auch so die Forschung zu designen, um da auch für die Praxis und natürlich für die Theorie relevante Erkenntnisse ableiten zu können. Ja, und dann sind wir auch schon durch. Ne? Nehmt, wo ihr jetzt gerade schon in diesem CCC-Umfeld seid, nehmt Dinge wahr, schaut euch das an, vielleicht jetzt mit den Forschungsergebnissen auch ein bisschen mit anderen Augen. Nehmt das mit in eure Organisation, was auch immer die sein mögen, in euer Restleben. Man kann hier sich viele, viele gute Beispiele abgucken. Und auch im praktischen oder unternehmerischen Kontext sind die auf jeden Fall gut anwendbar. Und wenn ihr die Möglichkeiten habt, etwas zu transformieren in euren Umfeldern, dann können wir euch nur ermutigen, dir zumindest diese Forschungsergebnisse aus den drei Studien sagen, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit des Erfolgs gibt oder dass es Zusammenhänge gibt. Ja, vielen Dank. Genau, Literatur könnt ihr natürlich alles nachlesen, alles zitiert und auch gerne im Nachgang bekommen. Ja. Ja, vielen Dank, Laura und das Team. An dieser Stelle haben wir jetzt Zeit für eure Fragen. Gibt es schon Fragen? Keine? Doch, da gibt es eine Frage. Wunderbar, danke dir. Ich bringe dir ein Mikrofon. Ja, hi. Wie geht ihr denn bei den Studien, die ihr macht, mit der Frage von Korrelation oder Kausalität um? Also erstmal arbeiten wir jetzt bei den Studien, die wir vorgestellt haben, ja damit die Menschen zu befragen. Und eine Kausalität, das braucht ja eher ein Experiment, ja, um da nochmal dem nachzukommen. Wir machen gerade die Vorarbeiten und fangen jetzt an mit Quasi-Experimenten, also Szenariostudien, um uns dann eben in Richtung der Kausalität vorzuarbeiten. Aber im Moment, wie du gesehen hast, sind da eben korrelative Designs mehrheitlich mit der Ausnahme, wie wir jetzt Studie 2 und 3 designt haben. Gibt es noch weitere Fragen? Oh ja, da ist noch eine. Zu den Fragen hätte ich nur eine Frage. Beim Wetter ist es für mich relativ leicht zu sagen, gutes Wetter, schlechtes Wetter. Ein Schritt weiter ist dann schon, wie warm, wie sonnig, wie wolkig. Mhm. Wie sind die Fragen, also wie kommt sie auf die Fragen, das Inventar, wie kommt man auf die richtigen Fragen? Ja, genau, also das auch. So ein Inventar zu entwickeln und dann nochmal zu überprüfen, das alleine sind Studien. Und da werden dann eben diese, man nennt das dann Items, ja, diese Beispielfragen oder Sätze, denen man zustimmt oder eher nicht so, die werden auch eben entwickelt von Forscherinnen und Forschern und dann in zahlreichen Studien repliziert und auf die Güte überprüft, sodass dann Menschen wie wir hingehen können und sagen, da bedienen wir uns. Und es wurde vielleicht schon von Englisch auf Deutsch übersetzt und die deutsche Fassung ist auch schon qualitätsgeprüft. So, das besteht in der Literaturdatenbank und dann je nachdem, was das interessierende Konstrukt ist, könntest du da nachschauen, gibt es da schon was, was ich nutzen kann.
Manchmal gibt es Langvarianten und Kurzvarianten und wir wollen natürlich möglichst auch kurze, gut überprüfte nutzen, damit dann auch so eine Umfrage nicht so lang ist. Und die wurden jetzt und die wurden eben auch nicht verändert von uns. Ne? Also genau. Inventare müssen immer genau so in der Sprache auch genutzt werden, dann so wie sie eben wie sie wissenschaftlich validiert worden sind. Und also genau, wie eingangs hatte ich es mal kurz erwähnt, also wir haben uns die Fragen nicht ausgedacht sozusagen. Wir haben nur geguckt, wir wollen das beforschen, gibt es Inventare und haben diese fertig validierten Inventare benutzt, weil sonst wird es halt riesengroß. Ne? Wenn man erst anfangen muss, ein eigenes Inventar zu bauen, dann muss man das wissenschaftlich absichern, dass die Fragen nicht irgendwo hinzielen, dass die Frage die Person, die das macht, beeinflusst und so. Also das ist sehr, sehr komplex und bis man dann zu einem Punkt kommt, zu sagen, das hat auf das einen Einfluss, das ist wirklich sehr, sehr komplex. Und was man dann aber schon macht, also auch wenn wir das jetzt benutzt haben, ist, wir schauen uns dann schon noch an, wie ist die Trennschärfe zwischen diesen Items. Oder was ich vorhin ganz kurz gestriffen habe, bei positiver und transformationaler Führung zu schauen, wie ist vielleicht die Ähnlichkeit. Also das gilt es dann, wenn man so eine Führung, also wie wir durchgeführt haben, so eine Studie, nochmal zu schauen im ersten Schritt. Konnten wir das bestätigen, was auch in puncto Qualität bisherige Studien zeigen, bevor wir dann Hypothesen prüfen. Gibt es in dem Umfeld auch längerfristige Studien? Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass wenn ich jetzt in meiner Organisation anfange, Maßnahmen einzuführen, wie zum Beispiel Feedbackrunden, die jetzt beispielsweise die Eigeninitiative fördern, dass diese positiven Effekte mit der Zeit stagnieren könnten. Gibt es da Studien, dass sowas passieren könnte, oder sind es dann wirklich langanhaltende Projekte oder langanhaltende Wirkungen? Also jetzt im Sinne von Freiheit in Forschung und Lehre und wir sind keine Auftragsforschenden, haben wir jetzt selbst noch keine Langzeitstudien durchgeführt. Gibt es? Was wir wissen, ist, dass Unternehmen das selbst tun. Dass sie dann selbst Daten erheben in Auftragsforschung, um genau das, was du gerade ansprachst, zu bemerken. Und gerade in puncto Veränderungsprozesse, in Transformationen, Zufriedenheit, Kommunikation, genau dann eben entgegensteuern zu können. Aber wir haben das jetzt noch nicht gemacht, aber es gibt's. Ja, und der Punkt ist dann auch immer, dass natürlich auch immer Vorstandswillen dabei, Vorstände ändern sich und wir haben es auch schon erlebt, dass es solche Erhebungen gab und wenn dann halt die Ergebnisse nicht so gut sind, dann ist es auch leider schon passiert, dass sie dann dass das dann nicht mehr fortgeführt wurde. Ne? Und dann, ja, das. Ja, und auch das hat einen großen Einfluss darauf, dass die Leute dann nochmal willens sind, nochmal teilzunehmen. Ne? Wenn sie merken, damit passiert nichts, wenn ich jetzt nicht so erwünscht antworte, wie das von mir hier gerade erwartet wird. Also dann auch, wenn man fragt, dann auch gerne auch was damit machen. Wie ist denn die Auswahl der Stichprobe vonstatten gegangen? Habt ihr euch da auf bestimmte Organisationsformen konzentriert oder war das gemischt? So For-Profit, Vereine, Non-Profit, waren das komplett durchgemischt oder hat es irgendeinen Fokus gegeben? Das war ausschließlich For-Profit. Und mehrheitlich auch B2C, Softwareproduktentwicklung. Nein. Die Automobilbranche dabei war. Die Antwort war nein. Ach ja, richtig, für die Aufzeichnung, ja, sorry. Okay, ansonsten kann noch ganz einmal kurz die Info, wenn euch sozusagen das auch methodisch auch in so sehr, sehr tiefer Tiefe interessiert, schaut euch gerne Lauras Dissertation an. Da ist das wirklich sehr episch ausgearbeitet. Die könnt ihr auch frei als PDF runterladen. Wir haben auch die Dokumente alle mit. Also falls jemand die nicht findet im Internet oder so, könnt ihr auch gerne zu uns kommen und die abholen. Wir sind auf jeden Fall noch da. Wir werden wahrscheinlich die meiste Zeit im POC uns irgendwie in der Ecke da aufhalten. Ansonsten sprecht uns gerne an. Wenn es keine Fragen mehr gibt,
Niki, möchtest du abschließende Worte? Herzlichen Dank euch beiden. Super interessanter Vortrag. Herzlichen Dank für die Fragenden. Ich wünsche allen noch ein wunderschönes Easter Egg. Applaus